Du bist Unternehmer oder ein Startup, was jünger als 10 Jahre ist und du brauchst Mittel, um mehr Kapitalgeber, Business Angels, Investoren zu suchen. Nun, dann bist du heute hier richtig zum Thema Invest-Zuschuss für Wagniskapital. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und für Geschäftsentwicklung. Und jedes Jahr helfen wir Hunderten von Menschen dabei, ihre Vorhaben umzusetzen, zu gründen, zu wachsen oder schließlich auch das Unternehmen zu verkaufen. Und gerade junge Startups im Bereich Life Science oder Tech Science haben häufig die Herausforderung, dass sie von den Banken schwerlich das Geld bekommen, weil die Banken an das Konzept nicht glauben oder es einfach nicht verstehen. Und da kann es sinnvoll sein, dass du entweder ganz am Anfang oder später in den Wachstums-, in den Skalierungsphasen auch Mittel bekommst, die von Investoren gegeben werden, die dann sagen, ich trage das Risiko mit auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite möchte ich dann auch an dem Unternehmenserfolg beteiligt werden. Und diese Investoren, am besten Business Angels, die kannst du mit diesem Programm fördern, motivieren, dass sie bis zu 20% ihrer Investitionen auch gefördert bekommen. Der Zweck dieses Programms liegt also klar auf der Hand. Du als Jungunternehmer, als Startup, sollst leichter Geld bekommen von Investoren und die Investoren wiederum sollen motiviert werden, schneller ihr Geld zu geben oder zumindest zu wissen, da ist eine Institution hinter, die das ganze Vorhaben überprüft hat und gleichzeitig mit 20% auch noch bezuschusst. Wer kann nun dieses Förderprogramm beantragen? Die gute Nachricht ist, das sind nicht nur Jungunternehmer zur Gründung oder in den ersten 2 oder 5 Jahren, wie die meisten Förderprogramme reguliert sind, sondern bis zu 10 Jahre kann dein Unternehmen alt sein und dann bist du antragsberechtigt. Aber wichtig ist, es sollte eine Kapitalgesellschaft sein. Nun, warum? Ganz einfach, weil es auch den Investoren, den Business Angels, dadurch leichter wird, auch Anteile von dir zu erwerben. Deshalb also eine UG, GmbH oder AG als Rechtsform, zum Beispiel als Antragsteller. Die Frage ist nun, wie viel kannst du deinem Investor versprechen, wenn ihr gemeinsam dieses Programm nutzt? Nun, er kann bis zu 20% von seinem Investment bezuschusst bekommen. Und die Regulation ist, dass er bis zu 2,5 Millionen Beteiligungssumme maximal 500.000 Euro als Zuschuss dazu erhält. Aber wichtig ist, dass pro Kalenderjahr nur maximal 1 Million pro Unternehmen bezuschusst wird. Das heißt, dein Investor müsste, wenn er den Höchstbetrag ausschöpfen will, über 3 Jahre seine Investitionen aufteilen. Weiterhin ist es auch möglich, über dieses Programm, dass anfallende Steuern auf die Veräußerungsgewinne pauschal mit einem Exit-Zuschuss auch versehen werden können. Und zu guter Letzt, wenn du den Antrag dann schließlich über die BaFa stellst, also Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, dann kriegst du von der BaFa auch eine Bescheinigung, also eine Art Zulassung nach Überprüfung, was dir wiederum es deutlich erleichtert, Investoren, Business Angels zu finden, die dann wissen, da hat jemand schon mal rübergeguckt, geprüft, da ist die Sicherheit größer als bei den Mitbewerbern, die Investoren suchen. Du kannst auch für die Begleitung von Beratern, zum Beispiel von uns, auch Beratungsfördermittel beantragen. Diese Fördermittel helfen dir, die gesamten Konzepte, die Planung, die finanzielle Planung, aber auch die Konzeptbeschreibung, die Vorhabensbeschreibung so abzubilden, dass die BaFa ja sagt, aber auch der Investor mehr motiviert ist. Gerne lade ich dich nun ein, unseren Gutschein zu nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch, damit du all deine Fragen stellen kannst und damit wir dir helfen können. Gerne aber auch kannst du unseren Kanal abonnieren und weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.